Das Rathaus verschlossen, wer rein will, muss erstmal klingeln und wird dann persönlich abgeholt. So läuft es derzeit im Rathaus von Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Offene Türen, das war einmal, und dieses Abschotten hat einen Grund. Sogenannte Reichsbürger hatten die Behördenmitarbeiter in den vergangenen Monaten massiv bedroht. Kein kurioser Einzelfall, das Ganze hat offenbar System. Jeden Donnerstag stehen sie hier vor dem Rathaus in Wittenburg. Rüdiger Hoffmann und seine Mitstreiter erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an. Raus aus der Diktatur ist ihr Slogan. Jetzt erkläre ich kurz, warum wir da sind. Erstens, die Bundesrepublik Deutschland ist bis heute eine Treuhandverwaltung im Auftrag der Alliierten. Die Bundesrepublik Deutschland wird gelistet in der UNO als NGO, als Nichtregierungsorganisation. Diese und andere krude Thesen vertreten viele sogenannte Reichsbürger. Sie zahlen keine Steuern, keine Bußgelder und nerven Behördenmitarbeiter. Und bedrängen sie auch manchmal. Wie diese Mitarbeiterin des Ordnungsamtes in Wittenburg. Ich habe mehr Ausdauer als du. Garantiert. Und schon gar nicht du, wenn dann sie. Dich duzig, weil du mir deinen Amtsausweis noch nicht gezeigt hast. Amtsausweis. Ja. Amtsausweis. Diese Kleidung nutzt nichts. Wollen Sie sie nicht ausweisen? Nee, das ist mein Amtsausweis. So, das ist was soll das sein? Das ist ein Witz, ist das. Was steht da drauf? Zeigen Sie mal. Auch die Bürgermeisterin Margret Seemann fühlt sich von den Reichsbürgern bedrängt. Sie bekommt regelmäßig seitenlange Schreiben oder muss Bußgelder für nicht bezahlte Parktickets eintreiben. Das kostet viel Geld und Nerven. Dann ist es ein langwieriges Verfahren für uns als Behörde, das in der Regel beim Gericht dann endet. Unterm Strich Minimum 7 Schritte, um überhaupt die 10 oder 15 Euro zu kriegen. Bis zu 700 Euro pro Verfahren können da zusammenkommen. Finanziert vom Steuerzahler. Hinzu kommt die Aggressivität bei den Reichsbürgern. Deshalb dürfen bei den Mitarbeitern des Rathauses bestimmte Gegenstände nicht mehr auf dem Tisch liegen. Zum Beispiel eine Schere oder ein Brieföffner oder Briefbeschwerer zum Beispiel. Oder auch einfach, man hat ja auch so Nippgegenstände, vielleicht damit es ein bisschen schöner aussieht auf dem Schreibtisch. Die müssen alle aus der Reichweite der Bürger und verschwinden. Weil wenn es zur Eskalationsphase kommt, werden die zu Waffen. Und das Rathaus darf inzwischen nur noch betreten, wer sich vorher anmeldet. Termin bei Frau Seemann. Ungewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen für eine kleine Stadtverwaltung. Immer mehr Menschen in Deutschland erkennen den Staat nicht an, beobachtet Michael Hüllen vom Brandenburgischen Verfassungsschutz. Sie haben immer öfter auch einen rechtsradikalen Kontext. Wir haben im Moment eine Situation, die sehr geprägt ist durch zum Teil fremdenfeindliche Demonstrationen. Wir haben eine neue Partei am politischen rechten Rand, die nationalkonservative AfD. Und Reichsbürger kann man in diesem Kontext tatsächlich sehen. Wir versuchen, mit einigen der sogenannten Reichsbürger ins Gespräch zu kommen. In Goslar treffen sich rund 30 Bürger eines eigenen Reiches bei ihrem Volksreichstag. So ist, nennt sich Personenausweis. Warum braucht man so einen Ausweis? Den Ausweis braucht man, dass man sich als richtiger Deutscher ausweisen kann. Und alle Gesetze des Deutschen Reiches Gültigkeit haben. Und mit der Registrierung im Personenstandsregister des Deutschen Reiches. Antworten auf unsere Fragen bekommen wir vor der Kamera nicht. Bevor wir richtig ins Gespräch kommen, fliegen wir raus. Mach das Ding raus und geh raus von die Tür. Sie halten unseren Staat für schlaff, für nicht handlungsfähig. Und wer so eine Vorstellung hat, der hat meistens auch sozusagen eine autoritäre Grundeinstellung. Deshalb haben wir zum Beispiel solche Situationen, dass Reichsbürger kommunalen Beamten oder Angestellten nach Dienstschluss auflauern und versuchen, ihre Adressen herauszukriegen. Besonders betroffen Gerichtsvollzieher, sowie eine Beamtin aus Niedersachsen. Aus Angst möchte sie anonym bleiben. Regelmäßig muss sie zu Reichsbürgern nach Hause. Dort wird sie immer wieder stark bedrängt. Eine Person saß mir gegenüber auf einer Eckcouch und eine zweite stand direkt vor der Tür, also zwischen mir und der Tür.
Und am Anfang habe ich das gar nicht so wahrgenommen, weil das Gespräch lief mit der Person auf der Couch. Und dann wurde mir aber klar, als ich versucht habe, das Gespräch zu beenden und mich zu verabschieden und Richtung Tür zu gehen, die Tür wurde mir einfach versperrt. Nach einem dieser Termine wurden mir die Reifen zerstochen. Dann gab es einen anderen Termin gegen die gleiche Familie und danach waren wieder die Reifen zerstochen. Inzwischen informiert sie die Polizei über ihre geplanten Hausbesuche. Trotzdem geht sie jedes Mal wieder mit Angst zu den Reichsbürgern. Man hat das Gefühl, eingesperrt zu sein und nicht wegzukommen. Das ist einfach so. Aber gleichzeitig denkt man auch, keine Gewalt anwenden, nicht irgendwie schreien oder schimpfen, sondern versuchen, ruhig zu bleiben, um nicht unnötigerweise bei dem anderen Gewaltpotenzial zu wecken. Zurück in Wittenburg. Damit Rüdiger Hoffmann nicht auf die Treppen des Rathauses kommt, hat die Bürgermeisterin das Tor verschließen lassen. Das ist ein öffentliches Gebäude, nun mal so. So, die haben Angst, dass wir uns auf die Treppe stellen. Dass ich angeblich die Absperrung weggenommen hätte oder durch trotz Absperrung darauf gegangen wäre. Das gibt's nicht. Das ist Deutschland. Das gucken sich das jetzt an. Das ist nicht normal. Normal ist das alles auch für die Wittenburger Bürgermeisterin nicht. Denn sie und ihre Kollegen kommen nicht dazu, ihre eigentliche Arbeit zu machen. Wegen der Reichsbürger. Es werden die Mitarbeiter mit Dingen beschäftigt, die völlig unproduktiv sind. Eigentlich möchten wir Anliegen von Bürgern positiv bescheiden, aber wir werden damit aufgehalten und es entstehen in der Verwaltung Kosten durch völlig unsinnige, destruktive Sachen. Wir sind eins. ARD.